Wir haben alle zusammen, 90 Menschen in Chor und Orchester und alle 7 Mitarbeiter im Büro, wirklich an einem Strang gezogen. Alle wollten Musik machen, alle wollten sich begegnen. Wir hatten so eine Sehnsucht und ein Bedürfnis nach Musik, das wirklich zu ganz, ganz unglaublichen Erlebnissen geführt hat während dieser Pandemie. Wir haben mit einer Intensität, einer Bedingungslosigkeit Musik gemacht. Die Menschen haben ganz, ganz viel auf sich genommen, um aus den verschiedenen Ländern sich treffen zu können, um dann Musik machen zu können. Und es gab ja überhaupt nur 2 Monate, nämlich im September, Oktober, wo man offiziell vor Publikum spielen konnte. Dann war ja wieder alles zu. Und wir haben immer wieder geschaut, wo können wir spielen, wo können wir uns treffen? In Frankreich, in Österreich, in der Schweiz, in Holland, in Deutschland, in welchem Bundesland? Und weil es uns gelungen ist, auch mit meinen fantastischen Mitarbeiterinnen im Büro, diese ganzen Schwierigkeiten zu überwinden und 1 bis 2 Mal im Monat zusammenzukommen, um Musik zu machen, hat das die Ensembles enorm, enorm gestärkt. Und ich glaube, das wird ein Publikum jetzt auch spüren, wenn sie dann endlich wieder zu uns kommen können. Das sind unbeschreibliche Szenen, wenn wir, nachdem wir uns zu Hause getestet haben, in Quarantäne waren, zu einem Probenort gekommen sind, uns ein 2. Mal getestet haben, wieder ist jeder allein in sein Hotelzimmer gegangen, dann nochmal 1 Tag später, manchmal 2 Tage später, haben wir uns wieder getestet und wenn wir uns dann begegnen konnten, dieses Prozedere gab es vor jedem Projekt, diese Freude, sich auch in den Arm nehmen zu können, sich auch trösten zu können und sich zu vergewissern, dass das für uns gut weitergeht. Das war enorm wichtig, enorm wichtig. Also mein Musizieren basiert ja geradezu auf dieser Überzeugung, dass Musik, wie ich immer sage, in Töne gegossenes Leben ist. Dass in der Musik alles aufgehoben ist, was uns im Leben widerfährt. Und noch viel mehr. Auch die Dinge, die wir hier auf Erden nicht erleben. Die Musik ist die Himmelsleiter, die uns wirklich auch spirituelle Räume öffnet. Und wir haben das auch in diesen sehr, sehr schwierigen, für viele Menschen sehr, sehr schwierigen Situationen einfach als beglückend empfunden, die Musik zu haben, als ein Ausdrucksmittel, um auch uns auszudrücken, um auch unsere Not ausdrücken zu können. Ja, unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Trauer auch. Und all das, all das wird ja auch in der Musik ausgedrückt. Wir wollen sozusagen einen Komponisten-Schwerpunkt machen, also auch uns diese Zeit einmal genauer angucken. Und der Idomeneo ist ganz sicher ein Schlüsselwerk, auch in Mozarts Schaffen. Das ist wirklich, man kann sehen, die ganze Entwicklung geht eigentlich dahin, seine ganzen Erfahrungen auch und seine Kenntnis der französischen Oper, der großen Tragödie, Lyrik beispielsweise. Und auch dieses tollen Mannheimer Orchesters mit diesen ganz fantastischen Holzbläsern. Das fließt jetzt alles ein in eine neue Art, sozusagen groß und modern zu denken und die italienische Opera-Serie auch ein bisschen hinter sich zu lassen. Also das ist ein Stück, was fast auch einzigartig in seinem Oeuvre darstellt und darum finde ich das einen ganz guten Anknüpfungspunkt, um sich dann auch nochmal sozusagen andere Stücke anzuschauen. Für mich selber ist das im Grunde auch sehr, sehr, sehr eine ganz logische Entwicklung. Wir haben uns als Ensemble sehr entwickelt. Ich darf sagen, dass ich mich auch als Dirigent immer weiter entwickle, dass ich selber empfinde das so frei und reich, mein Musizieren, wie nie zuvor. Und ich glaube, dass ich etwas zu erzählen habe. Und ich glaube, dass wir alle zusammen in unserer ganzen kommunikativen Sprache mit dem, wie wir Musik für ein Publikum, für unser Publikum erzählen wollen, durchaus jetzt auch mit dem Anspruch heraustreten und sagen, ja, wir haben etwas zu erzählen und wir wollen euch in dieses Zauberreich, in dieses fantastische Reich entführen gerne. Folgt uns. Wir haben die Kompetenz, die Kraft und die künstlerische Ausstrahlung, um euch etwas sehr Besonderes hier in Baden-Baden bieten zu können. Und das ist für mich auch eine große Herausforderung, eine große Freude und ich bin sehr zuversichtlich, dass das Publikum das auch gutieren wird.
Baden-Baden ist ein fantastischer Ort für die Musik. Baden-Baden ist ein fantastischer Ort für die Kultur. Es gibt eine große Tradition. Viele Künstler haben hier gelebt oder ihre Sommermonate hier verbracht, haben hier komponiert oder geschrieben. Und diese Stadt hat ein Flair, ein Charisma. Und es gilt natürlich darum, dass man Traditionen auch immer wieder erneuert und ihnen vielleicht dann auch eine neue Richtung gibt. Das ist ganz wichtig. Und mich persönlich, der ich sehr, sehr frankophil bin, der Paris liebt und Fontainebleau liebt und sehr viele Projekte auch in Frankreich macht, ist das natürlich eine fantastische Idee, mit Baden-Baden sozusagen in Baden-Baden eine Partnerstadt hier zu haben für auch viele französische Projekte. Und da sind wir in vielen guten Gesprächen.